Hallo Kollege, heiß, oder? Du fährst heute die Regionalbahn RB3 nach Heilsbrücke mit einer BR218. Deine Vmax beträgt 120. Es liegen keine Probleme vor und du kannst freie Fahrt machen. Wünsche dir eine gute Fahrt. Ja, und damit begrüße ich alle herzlich zu einer neuen Folge Train Simulator 2015. Wir machen mal kurz die Türen auf. Wir fahren heute auf der Strecke Projekt Freiburg, eine BR218 Diesellok von Rail Traction. Und ja, N-Wagens als Regionalbahn fahren wir. Wir steigen mal kurz ins Cockpit ein. Da fährt schon RE los. Wir sind der Regionalbahn und wir rüsten jetzt mal die Lok auf. Wir schalten die SIFA an. Dann die PCB. Dann machen wir Zugspitzlicht an. Cab an. Instrumentenbeleuchtung an. Machen wir das mal ein bisschen hier runter. Wir befahren an einem schönen Sommertag. Hat ja auch unser Fahrdienstleiter gesagt, dass es sehr heiß ist heute. Wir nehmen uns aber noch einen Regionalexpress nach Chemnitz. Mit einer BR111 von Virtual Railroads. Dann haben wir hier noch eine Nebenbahnretter. Die 628. Auch von Rail Traction, so wie die BR218. Wir fahren heute Diesel Power. Wir machen auch den Fahrtrichtungswender nach vorne. Ziehen ein bisschen die Bremse an. Ja, unser Motor ist noch nicht gestartet. Den werden wir erstmal gleich starten, aber jetzt noch nicht. So. Und da fährt der RE nach Chemnitz. Chemnitz oder Chemnitz? Chemnitz wird es, glaube ich, ausgesprochen. Chemnitz los. Wir fahren erst um 13:48 los. Das heißt, wir werden so eine halbe Minute vor Anfahrt den Motor anschmeißen. Jetzt lassen wir noch nicht an. Ja, Freiberg, ein bisschen FPS-lastig. Das mag der bei mir nicht so. Später bei Freiberg selber wird es, glaube ich, lacken. Da musste ich so links gucken, schon ohne Fraps. Aber werden er schon verkraften. Ja, natürlich eine meiner Lieblings-Diesel-Loks, die 218er. Wirklich gut geworden. Jetzt sind... Wir haben noch Rot, bei der RE noch unser... im Block, in unserem Block sind. Ist, wo wir durchfahren müssen. Das sollte sich aber in Kürze ändern. Man kann auch hier Klappe aufmachen. Hier kann man umschalten auf langsame und Schnellfahrt. Machen wir dazu. So, wir starten jetzt schon mal den Motor. Das heißt, wir werden den falsche Richtung. Da. Da springt es auch schon an. Weil es sollte in Kürze losgehen. Das Signal ist auch schon umgesprungen. Ein von mir selbst erstelltes Szenario. Wieder mit meinem eigenen Fahrplan. Und nicht nach realen Fahrplan. So, wir gucken mal raus. Wir werden auch gleich losfahren müssen. Ja, wir haben in echt draußen Sommer und auch hier im Spiel Sommer. Sehr heiß heute gewesen, der Tag. Hier ist es auch sehr heiß. Wir haben auch hier so Hochsommer. So, kannst du noch einsteigen, Mädel? Schaffst du? Ja, gerade noch so. Und wir dürfen losfahren, das heißt, Bremsen lösen. Erstmal ein bisschen den Motor aufpowern.
Ja. Jetzt kommt's im Gang. In Wallungen die BR-218. PCB befreiende uns mal. Und los geht's nach Falkenau. Was bedeutet diese Lampe eigentlich? Motor nicht richtig gestartet. So, da kommt uns eine Ludmilla entgegen, eine BR-232 als Güterzug. SIFA. Wir können auch mal kurz hier gucken. So sieht unser Fahrer mit angezogener Handbremse. Okay, nein, zum Glück nicht. So, wir dürfen jetzt gleich 80. Genau jetzt. Wir fahren auch die 80 aus. Und fahren nach Falkenau. So. Oh, SIFA. Signal ist grün, okay, das ist gut. So, Projekt Freiberg, eine sehr schöne Strecke mit sehr viel Nebenbahn. Wir fahren heute nach genau, Halsbrücke. Auch eine Nebenstrecke dann. Auch nicht elektrifiziert dann. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell. Jetzt passt es. Gelbes Vorsignal. Das heißt rot. Ich glaube, wir haben am nächsten Signal rot. Hier mag die Framerate gerade nicht so. So, bremsen wir mal so langsam, denn da kommt schon Falkenau. Ja, wir haben rot. Ah, jetzt ist es auf grün umgesprungen, gut. So, kommen wir mal zum Stehen. Kommen auch fast pünktlich an, ein bisschen zu früh schon, aber passt schon. Aus dem PCB befreien wir uns, weil das Signal ist ja umgesprungen auf grün. Türen auf. Bremse lösen. Ist komplett offen? Yep. So, dann... Minimaler Druck auf die Bremsen. Denn wir halten nur eine Minute, dann geht's schon weiter. Falkenau, wir fahren in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, wo genau Freiberg liegt, also im Hintergrund brummt die 218. K.
Kann das sein, dass wir einen Zug über... Ah, da kommt ein Zug, okay. Den gucken wir gerne zu. Eine DR 243. Mit einem Karlsruher Steuerwagen als N-Wagen. Diese Garnitur fährt auch in echt. Solche Garnituren. Oder sind früher zumindest gefahren. Ob sie heute noch fahren, weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Wir dürfen losfahren. Bremse lösen. Warten, bis die Tür zu ist. Zack. So, und dann gehen wir mal Power. So, nächste Halt ist Öderan auf Gleis 2 in 7,50 Kilometer. Und wir dürfen 80 fahren, gut. LKW mit Leuten, entladen irgendwas. Bahnübergang, SIFA. So, da kommt 20. Wir bremsen schon mal ein bisschen. Da wird die SIFA. So, dass wir bestätigt werden. Die... Ja. Befreien wir uns mal nicht aus der PCB. Kriechen wir halt nur hier rum, aber ist halt Streckenabschnitt. Wir müssten gleich eigentlich in die 500 Hertz Beeinflussung kommen, also in der Überwachung. Der Dieselmotor, da hört man auch schön. Also mir gefällt die 218er sehr schön. Gibt's sie auch von DovTech Games, also von DTG. Aber die soll nicht ganz so gut sein. Weiß ich nicht. Wir sollten nicht zu schnell werden. SIFA. So, aber auch nicht ganz zu langsam. Genau, jetzt kommt meine 500er Hertz Beeinflussung, das heißt nicht schneller als 20.
Wird aber ab, wenn wir die 20 durchschreiten, abgelaufen sein, dann können wir uns auch aus der PCB befreien. Ja, das Szenario geht knapp eine Stunde bis hoch nach Heizbrücke. Ihr müsst da nicht in der 20 stehen, weiß ich auch nicht, warum die da nicht steht. Bei mir fehlen auch manchmal Brücken. Genau, jetzt dürfen wir uns befreien. Tun wir auch. Das wollte ich. Kommst du runter? Ja. Nächste Halt ist dann Oderan. Oder Öderan heißt das. Öderan heißt das bestimmt, nicht Oderan. Bei OE, Ö. Ja, hier haben wir eine Oberleitung. Das hat die Hauptstrecke von Flöhr. Ich weiß gar nicht, wie die Endstation, also die Endbahnhof von der Strecke dann am Ende heißt. Tettau war es nicht. Oder war es. Nee, Tettau war es nicht. Auf keinen Fall. So, da darf man gleich wieder 80 fahren, das heißt wieder mal ein bisschen. Wir haben noch 5,09 Kilometer bis nach Öderan. Die Lok schafft das, die ist gut. So, dann gehen wir mal auf Streckengeschwindigkeit, würde ich mal sagen. Waren wir ja eben auch schon, aber jetzt geht's richtig 80. Könnt ihr mal den Motorsound der 218 genießen. Signal sagt grün. Ja, der AE sollte jetzt auch ein bisschen weiter weg sein schon, der hält ja nicht an jeden Ort. Wir fahren ja gerade eine ich fahre viel zu schnell. Da habe ich eben nicht drauf geachtet. So. Da kriegen wir auch eine 60 Ankündigung. Ja, es ist auch so warm. Sorry dafür, ich sollte echt offline gehen, wenn ich aufnehme. So, Signal vor. Ich glaube, das ist ein Vorsignal. Ja, war ein Vorsignal. So, wir gehen auch schon mal auf 60. Weil gleich müsste auch die Ankündigung kommen. So, Framerate. Fängst du dich mal hier auf der Strecke?
Siefer. Vielleicht sollten wir nicht zu schnell beschleunigen. Das sieht man ja sagen. Grün, okay, das ist gut. Bahnübergang. Traktor mit einem Mann, der da arbeitet. Oh, das war die Sifa. Blinkendes Vorsignal, das heißt 60, glaube ich. Müsste 60 sein, weil es da ja auch angekündigt sein. Ich glaube 40 müssten zwei gelbe sein. Oder es könnte sogar rot erwarten sein. Das müssen wir bestätigen. Ja, haben wir bestätigt, gut. So, da kommt, glaube ich, die 60-Ankündigung. Die müssen da wahrscheinlich auch bestätigen. Ich sehe nämlich da einen Magnet, ja. Indusi-Magnet. Ja. Das müsste ein Vorsignal Wiederholer sein. Wiederholer sein, die müssen wir nicht bestätigen. Die haben auch, soweit ich weiß, kein Magnet. Einfacher Wiederholer, auch wenn hier jetzt ein Magnet liegt. Genau, kassieren keine Zwangse. Wir befreien uns mal nicht aus der Pittsburgh, weil ich weiß jetzt nicht, was das nächste Signal sagt. Das sagt nämlich auch gelb. Das ist jetzt 60. Dann sind die beiden, wenn die gelb sind, glaube ich 40. So, wir gehen mal ein bisschen von der Leistung runter. Sifa. Ja, wir kommen pünktlich an. Ja, das haben wir auch schon mal geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz aus der Leistung raus. So, da haben wir noch Waggons. So, wir befreien uns mal aus der PCB. Das ist ein Hauptsignal, das brauchen wir dann nicht zu bestätigen. So, bremsen wir mal. Türen auf. Genau, ging auch auf. Beziehungsweise... Oh. Gehen auf. Wir gucken uns das wieder von außen an. Serviceblick. Ja, keine Ansagen. Regionalbahn. Ich glaube, da werden dann eher automatische Ansagen gemacht. Ah, ich habe auch schon Regionalbahnen gesehen ohne Fahrweg, also Angaben der nächsten Halte. Und die Leute sind da bestimmt nicht doof. Und die sind hier bestimmt schon öfters mit der RB3 gefahren, also von meinem Fahrplan. Ich weiß nicht, wie die in echt Strecken, also die Linien heißen und ob überhaupt von Flöhr nach Heilsbrück in Regionalbahn fährt und dann auch nicht mit dieser Garnitur bestimmt, aber ich habe mal entschieden, dass wir uns mit dieser Garnitur fahren, mit der 218er und wir dürfen weiter. So. So, gehen wir mal Leistung.
Ja, hier sind wir leider ein bisschen früher da. Nicht um 14.12, sondern so 14.10, aber stehen da ein bisschen länger. Aber ich habe das jetzt schon dreimal den Fahrplan ein bisschen geändert, weil ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren. Das heißt ein bisschen. So. Da haben wir eine V200. Noch mit Deutsche Bundesbahn. So, wir springen mal 294er noch. Das brauchen wir nicht zu bestätigen mit Wachsam, weil es ein Hauptsignal. Und hat auch eine, also über, ich glaube, wenn die eine Geschwindigkeitsänderung von unter 30 anzeigt, muss man bestätigen, und über 30 muss man nicht bestätigen. Beim Ausfahrtssignal ist ja ein Ausfahrtssignal, eigentlich kein Hauptsignal, sondern Ausfahrtssignal. So genau kenne ich mich mit Signal nicht aus, aber ich weiß, wann ich drücken muss, und das ist das Wichtigste für die PCB. Und ich fahre ja eigentlich nur mit PCB, das heißt relativ selten ohne. So, wir dürfen wieder 80. Frankenstein ist das, ist der nächste Halt. Sifa. So, oh, wir dürfen bald 100. Da hat sich gerade mein linker Ohrhörer für ein paar Sekunden verabschiedet. Ich hoffe, das ist jetzt keine Unterbrechung bei der Aufnahme. Das wäre ja blöd. So, 5 Kilometer noch. Schon wieder? Hallo? Wenn ich meinen Arm, meinen rechten Arm hebe, dann habe ich auf dem linken Ohr keinen Ton. Seltsam. Habe ich auch noch nie erlebt, okay? Oh, da kommt ein Gefälle. Sifa. So. Gleich müsste die 100er Ankündigung kommen. Da war ein Lucy-Magnet. Genau, hier kommt sie. Ab 400. Werden auch ausfahren. Fahren ein bisschen zu schnell, aber das haben wir gleich wieder, genau jetzt. Wir können uns eigentlich teilweise nur rollen lassen. Müssen immer nur mal die Bremse betätigen, sonst werden wir zu schnell. Und natürlich die Sifa, die wir ja auch nicht ignoriert werden. Mach mal kurz das Mikro richtig noch. Sorry. So. 3 Kilometer kommt schon Frankenstein. Sachs, Gleis 3. Ausstieg müsste in Fahrtrichtung rechts sein.
Da kommt uns eine 628er entgegen in Doppeltraktion. Und die SIFA darf man auch nicht vergessen. Beziehungsweise sollte man auch nicht vergessen. Wir haben drei Feuerlöscher. Falls die 218 brennen sollte, gibt der ja auch so kleine Vorfälle mit. Sie brennt. Deswegen mal gleich drei Feuerlöscher. Ich glaube, einer ist A-Löscher, einer B-Löscher, der letzte C-Löscher. Halt A, B, C-Löscher. Und das sind alles A, B, C-Löscher. Heutzutage wird der universell eigentlich oft auch mal hingestellt. Das heißt, A, B, C in einem. Ja, wer natürlich jetzt nicht weiß, was ABC heißt, das sind ja hier chemische Löcher, biologische Löcher und A weiß ich jetzt nicht ganz genau, was für was das A steht. Oh, da war ein Mann im Garten. Hat mit seinen Hündchen gespielt. Siefer. So. Wir sollten trotzdem noch mal ein bisschen langsamer werden. Weil der kommt da ja schon in 0,5 Kilometer. Da haben wir noch einen Garten. SIFA. Also die stand eben ziemlich riskant. Ja, wir kommen zum Stehen, das ist gut. Habe ich die. Ups. Habe ich die Scheibenwischer angeschaltet. Weil ich mich eben so erschrocken habe, weil die stand ja doch schon relativ sehr nah. So, Türen auf. Türen müssten auch auf. Hier stehen jetzt leider ein bisschen länger. Ja, gut, bis 13:12 werden wir hier stehen. Eigentlich sollte man eine knappe Minute hier stehen. Stehen da knapp 3 Minuten hier. Hier haben wir noch eine BR218 mit Schüttgut. Kohle. Hier haben wir noch Container. Waggons. 1, 2, 3 Stück. Hamburg Süd. Die müssen wohl nach Hamburg. Hallo Lady, bitte steigen Sie jetzt ein. Ah, herrlicher Sound der 218er. Schön mit den N-Wagens. Als Regionalbahn ist das, glaube ich, eine gute Zusammenstellung. Ich weiß ja, dass die 218er mit Dostos auf unelektrifizierte Strecken fährt. Aber müsste auch mit N-Wagens sein. Zumindest früher. N-Wagens werden ja so langsam ausgemustert. Obwohl es einer meiner Lieblingswaggons sind. Mit solchen Zügen wie die 218. Klassiker eigentlich. Die 218 hat er auch schon ein paar lange Jahre auf dem Buckel. Wir fahren übrigens mit der BR218-630-2. Und ich glaube, da kommt noch ein Zug. Und was ist das? Das ist unser Gegenzug. Der kommt aus Salzbrücke und fährt nach Flöha. Genau. Der müsste auch hier halten. Ach, was mache ich denn da wieder? Na, hält's doch an. Ja, er quietscht. Genau jetzt.
Er macht nur die hinteren Türen auf, okay. Wir gehen mal. Ein Serviceblick. Genau, wir fahren nämlich jetzt los. So. Ja, tut mir leid, Leute, wir müssen leider weiter. Nach kleinen Schirmer geht's jetzt. Hammer Hinke? Ja, Hammer, Hammer. Und schon geht's weiter. Ah, ja, herrliche Regionalbahn. Kornfeld. Wir sind von Kornfeldern umgeben. Liefer. So, nicht mit der Geschwindigkeit übertreiben. Wir dürfen nur 100. Oh, da kommt eine Steigung, aber eine sehr heftige Steigung. Da wird die BR 218, aber schafft sie. Sie ist ja auch für den mittleren Güterzugdienst ausgelegt. Auch für Schnellzüge, halt ICs. Obwohl die ja nur maximal 140 schafft, glaube ich. LZB hat sie ja nicht. Das heißt, selbst wenn sie... Es gibt ja... Es gab von 218er, die konnten 160 fahren. Das habe ich nachgelesen. Aber gibt's nicht mehr. Die wurden ja wieder abgerüstet. Ich glaube, die sind eine Teilzeit von... bei Berlin gefahren, wo halt ein Teil der Strecke noch nicht elektrifiziert war. Da haben sie die ICs gezogen. Also die Regionalexpress kommt uns entgegen. Der wird sie ärgern. Der muss sie auf unseren Gegenzug warten. Da kommt schon ein kleiner Schirmer. Ja, wie gesagt, die fuhren bei Berlin. Da gab es ja Teilstrecke unelektrifiziert. Und da haben sie die IC genommen. Und da sie ja immer... haben sie umgesteckt, also um Lok dran gemacht. Und dann sind die 160 gefahren. Die 206 schafft sie natürlich auch nicht. Aber die wurden da extra für umgerüstet und wurden danach, als die halt die, auch die Teilstrecken dann auch elektrifiziert wurden, wieder abgerüstet. Hat man ja nicht seine Verwendung für gehabt. SIFA, PCB-Magnet. Wir sollten mal bremsen. So, sind wir schon mal einen kleinen Schirmer angekommen. Auf. Wir lösen dann mal die Bremsen nicht eher, weil wir könnten wegrollen. Da ist dann noch ein kleines Gefälle von 9,4.
Die Leute wollen nicht mitfahren. Weil wir stehen ihnen so weit hinten und müssen zu weit laufen. Wir machen unseren Serviceblick wieder. Weil es geht gleich weiter. Bei Freiberg Sachs hast du eine etwas längere Standzeit von 5 Minuten. Bitte schalt dort den Motor aus und fahr ihn erst 30 bis 40 Sekunden vor der Abfahrt wieder hoch. Ja, natürlich. Aber erstmal sollten wir mal wieder. Wir rollen in der falschen Richtung. Genau. So wollte ich das. So, dann geht's weiter nach Freiberg in 5,10 Kilometer. Wir kommen eigentlich relativ gut voran. So, da dürfen wir bald nur noch 80 fahren. Wir werden auch die 100 nicht mehr ausfahren. Ja, auch nicht weiter schlimm. Siefer. Wir müssen da bestätigen. Weil ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 auf 80 und die müssen wir ja bestätigen, damit die PCB weiß, wir haben es mitbekommen, dass ab und das gleich 80 Hertz. So, SIFA. Genau, ab da ist 80. Wir befreien uns auch dann erst aus der PCB, wenn wir das überquert haben. Genau jetzt. So, in 3 Kilometer erreichen wir schon Freiberg. Und da wird die Framerate rumspielen mit uns, weil er mag Freiberg bei mir nicht. Oder der Alpha Gong, der da steht, das weiß ich noch nicht. Aber ist ja egal. Verkraften wir schon. Hier kommt jetzt ein starkes Gefälle, das heißt, wir werden gleich mal die Leistung rausnehmen. Am besten genau jetzt. Jetzt lassen wir uns nur noch rollen. Bahnübergang. So. Was ich finde ja Freiberg sehr schön gemacht. Da gibt es auch sehr schöne Teile, also Teilstrecken von. Was mir sehr persönlich gefällt, sind diese Nebenzweige, die es hier sehr viel gibt, also Nebenstrecken. Ah, genau, jetzt werden wir nämlich langsamer. Ne, gleich müssen wir schneller werden, weil, ja, jetzt. Wir haben da auch. Ein Signal. Ich glaube, das bedeutet. Am nächsten Hauptsignal ist rot zu erwarten. Kann das sein? Oder heißt das, das heißt glaube ich eher 40. Das heißt, wir bremsen mal ab. Ja, Freiberg nähert sich. Wenn ich so gucke, habe ich mehr Framerate als so. Wir befreien uns nicht aus der PCB, weil ich weiß auch nicht, was die Signalisierung gleich noch sagen wird. Es wird nicht zu schnell werden. Das konnte der PCB nicht gefallen.
Soll ich mir auch die SIFA ihre Aufmerksamkeit, nicht nur die PCB. So. Ja, fahren wir mal nicht Hagen-Siegen. Ich fahre ja relativ viel Hagen-Siegen. Fahren heute mal, ich habe mal so gedacht, so eine schöne kleine Regionalbahn auf Freiberg. Kann man auch mal machen. Die Strecke sollte man auch auf jeden Fall kennen. Sehr schöne Strecke, also kann ich wärmsten war. Ja, wir haben Rot, okay. Das heißt, der Magnet, der da vorne liegt, da habe ich ja gesehen, der wird 20er Beeinflussung, also 500 Hertz Beeinflussung sein, das heißt 20. Wir gehen schon mal runter. Yep. Wir nähern uns dem Signal. Natürlich Quatsch, jetzt schon stehen zu bleiben. Warum es rot ist, weiß ich nicht. So, Freiberg kommen. Und dann müssen wir nach links gucken. So, dürfen wir uns... Genau, wir dürfen uns überfahren. Natürlich auch nur mit 20. Ich drücke die Befehl 40 Taste. Müsste eigentlich gleich aufleuchten. Leuchtet sie nicht? Gibt's hier überhaupt eine? Hm. Wir dürfen ein bisschen schneller fahren. So, Markus. Ja, gibt's bei der 218 halt Befehl 40 Taste, weil bei mir eben gar nichts geleuchtet. Ich habe gedrückt. Also nicht nur einmal gedrückt, sondern gedrückt gehalten. Hm. So. Ja, wir fahren auf Gleis 11 ein. Sind sogar ein bisschen zu früh. Okay, ne, eigentlich geht's. 25, ja. So, lösen wir. Genau, auf das Gleis hier müssen wir nach rechts. Nicht das Abstellgleis.
Genau, jetzt mag das nicht. Jetzt mag das wieder mehr. Wenn ich so gucke, mag das überhaupt nicht. Und wenn ich so gucke, mag das komisch. So, wir sind da. Da kommt uns auch, glaube ich, ein Güterzug entgegen. Wir schmeißen mal den... Motor aus. Genau, eine 140 kommt uns entgegen von Virtual Railroads. Er ist frisch rausgekommen. Oh, da quietscht er. Ah, er bremst kurz und fährt jetzt weiter. Ja, jetzt bei meiner Schwester, sie hat das hier mal getestet für mich, ist der nicht mehr gefahren. Aber bei mir fährt er sehr wohl. Genau, da fährt in Doppeltraktion. Langer Tankzug. Aral. Schleichwerbung. Aber bei uns fährt er vorbei, das ist gut. Und nochmal Aral. Kesselwagen. Knick-Kesselwagen. Und wir warten jetzt. Ja, da fährt er und da steht unsere BR218. Alles regelkonform, wir sollten den Motor ausmachen. Haben uns nur an das gehalten, was unser Auftrag sagt. Wie ist das wieder? Ah ne, das ist unlockig. Ich wollte schon sagen. So, wenn wir hier gucken, lag. Also, ich glaube, er mag die Waggons hier einfach nicht. Obwohl er vorhin auch die Waggons nehmen hat und da hat er nicht so. Aber naja. Ja, wir könnten uns ein bisschen Freiberg angucken. So. Ja, ist nicht. Ist eine relativ kleine Stadt. Wir haben natürlich hier noch was brummen, was brummt denn hier so? Hier haben wir noch, glaube ich, eine BR243, also der vom Städtexpress. Genau, hier haben wir noch einen längeren Zug mit einer BR218. Dann haben wir da vorne noch etwas. Genau, noch eine 628er. Ja. Ich habe mal ein bisschen die Schienen hier freigelassen. Wegen Performance. Mäßig sieht man hier schon, also die Waggonsmarke hier gar nicht. Aber wenn man hier guckt, alles top. Wir könnten bremsen mal ein bisschen. So. Ja, 5 Minuten Wartezeit haben wir hier. 30 geht jetzt los. Weiß ich nicht, ob man es so macht. Ich habe es einfach mal gemacht. Das war an so einem Hauptpunkten wie Freiberg. Mal ein bisschen länger warten als nur eine Minute. Können die Leute kurz im Kiosk latschen, schnell was holen und zurückkommen. Ja, wir können uns auch hier mal das Cockpit angucken. Hier stottert zwar jetzt ein bisschen, aber wenn wir die Seite hier angucken, das kann er leider nicht runter machen. Schade. Was ich auch schade finde, ist, wie gesagt, dass man hier die Fenster nicht öffnen kann. Wäre ein schöner Gimmick, hätte ich jetzt die ganze Zeit offen gehabt. Weil ja, Sommer, Hitze, schönes Backup-Teil. Kann ich mal rausgucken? Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt warten wir darauf, dass wir unseren Fahrplan planmäßig durchführen, also fortführen. Ja, dazu muss auch der Motor nicht laufen. Ich weiß nicht, ob man es macht, aber eigentlich, wenn man länger als 1-2 Minuten steht, wird sich es ja lohnen, den Motor kurz auszumachen, weil diese sparend, umweltschonend, obwohl, ist das wirklich diese sparen, das An- und Ausschalten? Ich glaube eher. Naja, heutzutage gibt es auch diese Stop-and-Go-Funktion bei Autos.
Das heißt, an Abbehalten schalten sie hier den Motoren ab, aber ob es wirklich Benzinsparen ist, weiß ich nicht. Umwelt schon, könnte man schon sagen, aber kommt da was an? Ja, ich glaube, da kommt was an. Da flitzt er mal kurz rüber. Was kommt denn da noch? BR111, auch ein RE, glaube ich. Ja, genau, auch eine 111er. Ah, hält auch hier in Freiberg. Natürlich so gemacht, dass die REs würden ja nicht, halten ja nicht an jeden Punkt. Also, das wäre ja auch. Dann wären sie ja nicht Regionalexpresse, sondern auch Regionalbahnen. Wir fahren ja eine Regionalbahn, halten da ja auch an jeden Kaff. Alles immer schön. Man muss ja nicht immer nur Regionalexpresse oder so fahren. Der müsste eigentlich. Ja, hier fehlt auch noch zum Beispiel, glaube ich, ein Gebäude, wie ich das recht sehe. Ja, hier fehlt ein Gebäude, weiß nicht warum. Wollen wir mal gucken, was fehlt. Eigentlich habe ich alles installiert, was in der README stand. Vielleicht fehlt mir ja noch irgendwas. Könnt ihr mir mal im Kommentar schreiben, welches Gebäude hier eigentlich stehen müsste. Na, wann fährst du los? Nach uns oder vor uns noch? Ah, eine meiner Lieblings-E-Loks, die 111. Schön gemachte Lok. Wir können da dann nicht mehr hier bleiben, wir müssen auch den Motor mal starten, weil wir müssen auch bald los. Andere Seite. Vielleicht ein bisschen die. Ja, komm. Ich glaube, die setzt sich in Bewegung gleich, oder sie. Nö, die. Ja, die fährt ab. So. Ja, das fährt sie. Aber wir fahren ja auch gleich. Obwohl wir gerade rot haben, also fahren wir nicht. Und da setzt die RE ihren Weg fort nach Flöha. Wir setzen den Weg nach Heidsbrücke fort, wenn soweit das Signal es erlaubt. Vielleicht kommt jetzt auch was von hinten. Ah, nee. Es ist wieder. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen den Motor. Wir setzen unseren Weg auch. Mal fort nach Freiberg Sachs-Ost. Natürlich bestätigen wir. Ausfahrtssignal.
muss man das jetzt bestätigen oder nicht? Ich mach's einfach mal. Ja, muss man nämlich. Bei 40. So. Ja, in 2 Kilometer kommt schon Freiberg Ost. Ich würde mal sagen, wir befreien uns aus der PCB. Müssen wir eigentlich dürfen. Wenn nicht, dann erschlagt mich, beziehungsweise die PCB wird mich ja dann spätestens sowieso erschlagen. So, jetzt fahren wir auf einer nicht elektrifizierten Strecke weiter, deswegen haben wir auch eine Diesel-Lok. Weil eine E-Lok wäre jetzt aufgeschmissen. Während wir ja nicht wirklich aufgeschmissen sind, weil wir auch nicht bei elektrifizierten Strecken fahren können. Ja, ist ganz gut. So. Sifa. Naja, der Motor läuft schön. Jetzt dürfen wir auch 60 gleich ab. Ja. So. Fahren weiter. Müssen wir das bestätigen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht nur fürs Nebengleis. Aber das müssen wir bestätigen. 40, okay. Ah, die SIFA. Ich dachte jetzt schon PCB, aber es war nur die SIFA. So, das müssen wir auch wieder bestätigen. Mhm. So, wir machen jetzt ein. Wir gehen auf das Gleis. Yep. So, befreien uns. Und Türen auf. So, jetzt sind wir in Freiberg Ost. Das ostige Ost.
aber gleich geht's auch weiter. Haben wir nicht alles bis jetzt? Genau jetzt. So. Das brauchen wir ja nicht zu bestätigen. Das Ausfahrtssignal ist 40. Jetzt geht's nach Tuttendorf auf Gleis 2. Da haben wir auch noch ein paar Waggons. So, gleich machen wir hier. Zeigen wir hier ab oder. Nee, da. Okay, jetzt darf man 60. Jetzt geht's hier auch ein Gefälle runter. So, Moment, ein bisschen bremsen. Ah, da kommt noch ein 294er. Die fährt über den Brücken unter der wir jetzt durchfahren. Da brummt sie. So, in 1,88 Kilometer erreichen wir Tuttendorf. Oh, 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 hier ist aber ein sehr starkes Gefälle. Macht bestimmt Spaß, die andersrum zu fahren. Den Berg hinauf, weil die, dann ist es halt eine Steigung. So. Schön unelektrifizierte Nebenstrecke, die wir hier lang tuckern. Aber deswegen. Existieren ja auch diese Loks. Oh. So, Sifa. So, da kommt schon Tuttendorf in Sichtweite. Vorsignal sagt grün, Fahrt, also freie Fahrt. Ohne irgendwelche Anweisungen, Geschwindigkeitsänderung etc. pp. Wir werden mal ein bisschen langsamer. Weil hier muss man richtig stehen, sonst gehen die Türen nämlich nicht auf. So, jetzt sind wir schon so weit, das weiß ich jetzt schon. Ja, ja, mit einer Rückwärtsfahrt, na super. Das hasse ich hier. Na komm schon, ihr blöden Türen. Oh, das
Jetzt, wenn es jetzt... Ja, jetzt. Er ist jetzt sehr blöd gemacht. So, hier haben wir noch ein paar Güterwaggons abgestellte. So. Ich hoffe, wir dürfen gleich weiterfahren, dass er das jetzt so akzeptiert. Eigentlich darf man ja nicht ohne Fahrdienstleiter einfach rückwärts fahren, aber... So, ist Endstation Halsbrücke auf Gleis 2. Oh, Signal sagt ja aus grün. In 2 Kilometer erreichen wir Halsbrücke, unsere Endstation. So, wir lassen uns jetzt einfach wieder rollen. War das ein Signal für uns? Nee, das war Gegenseite, okay. Oh, Kühe! Oh oh, wir fahren zu schnell. Die Steigung, also die das Gefälle ist hier auch ziemlich heftig. Siefer. Das Signal sagt 40, weil wahrscheinlich auch Endstation kommt, also da endet er die Strecke. Müssen wir natürlich bestätigen. So, hier fehlt wieder ein Teil der Brücke, weiß ich auch nicht warum. Sieht relativ hässlich aus, aber... was bestätigen? Ich weiß es nicht, aber wir machen es einfach. Lieber einmal zu viel bestätigt als einmal zu wenig. Ne, können uns auch befreien. So. Siefer. Ja, sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug endet hier. Wir bitten Sie alle auszusteigen. So, das muss man ja trotzdem sagen. Damit auch jeder es ankommt. Klick, wir müssen hier aussteigen. So, das ist da die Endstation. Ich würde niemals sagen, dass das hier ein Bahnhof sein soll, aber naja. Da haben wir noch eine Luke Miller BS-432 von Virtual Railroads. Und was haben wir denn da? Eine Voslo.
Oh, gehen sogar alle Türme auf hier. Super. Davon machen wir einen Screen. Moment.